Mit viel Übung lassen sich die meisten Formen mit Blech passgenau und original nachformen. Mit dem entsprechenden Fäustling und einem Treibhammer lassen sich geübt Ränder abkanten oder mit der bereits vorgestellten Technik des Stauchens und Streckens entsprechend formen. Doch sind gerade runde Formen mit diesen Techniken nur für den Fachmann leicht rekonstruierbar. Eine sehr hilfreiche Unterstützung bietet da ein Stück Holz als Schablone. Nachdem die Form abgenommen und ein Holzstück zugeschnitten wurde, wird das Blech, das umgeformt werden soll, auf das Holz aufgelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Rand, welcher umgebördelt werden soll, gleichmäßig breit ist. Eine zweite Holzform, die möglichst etwas kleiner ist, wird oben auf das Blech gelegt. Mit Schraubzwingen oder entsprechenden Gripzangen wird dieses Sandwich aus Holz, Schablone, dem Blech und dem oberen Spannholz zusammengespannt. Das Verspannen des Sandwiches muss stabil sein, damit während des Treibens des Blechs nichts verrutschen kann. Das Umlegen der Kanten kann dann beginnen. Wenn man noch nie eine solche Form getrieben hat, empfiehlt es sich, einige Tests durchzuführen, um das Gefühl für die Form zu bekommen. Denn es kann sein, dass sich das Blech nicht auf Anhieb so verhält, wie man es erwartet. Auch der Hammer muss gut gewählt sein. Man mag vermuten, dass das Umformen der Kante am besten mit einem schweren Hammer und viel Muskelkraft geht, aber weit gefehlt. Es empfiehlt sich, einen leichten Hammer zu verwenden, denn auch hier gilt weniger Kraft und lieber viel Schläge. Das Blech muss vorsichtig umgetrieben werden. Begonnen wird an einer Stelle und erst einmal rundum das Blech leicht umgeformt. Dabei ist nicht das Ziel, die Kante vollständig abzukanten, sondern eher nur leicht umzubiegen. Die Kurven an den Ecken sind am schwierigsten. Sobald diese Ecken umgetrieben werden, bilden sich Falten. Wie auch bei dem Stauchen wird hier die Technik angewendet, die das Einknicken der Falten vermeiden soll. An der unteren Spitze der Falte wird mit dem Hammer eine kleine Ecke eingeklopft und erst dann die Falte weiter getrieben. Diese Technik wird an jeder Falte wiederholt. So wird die Rundung an den Ecken glatt und gleichmäßig. Wichtig dabei, wie auch an den sonstigen Seiten, niemals nur eine Stelle umtreiben. Denn so entstehen größere Falten, die sich nicht mehr beseitigen lassen. Immer größere Bereiche Stück für Stück treiben. Der Hammer wird auch hier wieder leicht und streichend geführt. Dies bedeutet, der Hammer führt nur leichte Schläge aus und die Schläge schweifen am Blech vorbei. In diesem Falle immer von der Innenkante nach außen. Mit viel Geduld erreicht man am Ende ein wesentlich besseres Ergebnis als mit Kraft und Geschwindigkeit. Am Ende folgt das Öffnen des Sandwiches. Die Blechform ist fertig und weist keinen Verzug im Blech auf.